Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Urs Wieghoff, ich bin der Medi-Urs. Es geht um Erste Hilfe, aber nicht nur. Es geht auch so ein klitzekleines bisschen in Richtung Notfallvorsorge, Preppen oder wie man dieses hässliche, dicke Stiefkind auch immer nennen mag. Es geht um Panzerband, um Duct Tape und die Anwendung dazu. Und es geht um ein ganz bestimmtes Panzerband. Wir wollen uns heute mal drüber unterhalten, was kann. Und wo ihr besser die Finger von lassen solltet. Okay? Los geht's. Dieses klassische Panzerband, was viele aus der Bundeswehr oder aus dem Katastrophenschutz oder wie auch immer kennen, hat den ganz großen Vorteil, es ist ein Gewebeband, das wirklich nahezu überall klebt. Und wirklich klebt wie, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Baby-AA am Schuh. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Du kannst damit. Das sehen wir jetzt hier einmal, das war in den Pyrenäen bei einer Wanderung. Da haben wir Schuhe mit repariert. Da hat sich die Sohle von einem der Teilnehmer gelöst. Und die Sohle haben wir damit wieder einigermaßen fixieren können, dass der zumindest seine Tour fortsetzen bzw. den Tag dann halt tatsächlich auch einigermaßen unfallfrei zu Ende bringen konnte. Du kannst damit Sachen reparieren. Was wir jetzt hier sehen, ist der Außenspiegel eines Fiat Ducato, Baujahr 2009, also die neuere Form. Und da hat es feinen Kontakt mit einem anderen Fahrzeug, mit dem Spiegel gegeben. Und nach dem Prinzip der Klügere gibt nach, war der Spiegel von diesem Fiat Ducato halt ein Puzzle mit 1000 Teilen. Und auch das kriegst du damit tatsächlich unfallfrei zusammengebastelt. Du kannst damit improvisiert Zelte reparieren. Du kannst Zeltstangen, wenn du weißt, wie kannst du Zeltstangen reparieren, gerade die bei irgendwelchen Iglu-Zelten, die nur relativ flexibel sind. Wie gesagt, wenn du weißt, wie, ist das alles kein Ding, ist das alles kein Thema. Das funktioniert. Du kannst unter bestimmten Voraussetzungen das Panzerband auch in der Ersten Hilfe einsetzen. Und jetzt kommt das große Aber. Ein Freund von mir macht Höhlentouren in und um Bad Urach herum, im Süden der Boundless Republic. Und wenn die irgendwelche Zwischen- und Notfälle in der Höhle haben und zum Beispiel ein Arm oder ein Unterschenkel geschient werden muss, machen die das in der Regel mit einer Samsplint. Die haben normalerweise Neoprenanzüge an. Und da wird dann diese Samsplint mit Panzerband fixiert. Was du mit dem klassischen Panzerband besser nicht machen solltest, ist, dass du das irgendwie auf die blanke Haut klebst und meinst, damit irgendwelche Verletzungen irgendwie notdürftig flicken zu müssen, wie es auch in der einen oder anderen sogenannten Fachzeitschrift gerne mal propagiert wurde und wird. Der Haken an der Sache ist, dass viele Menschen auf diesen Klebstoff von diesem Panzerband, und es ist relativ egal welches Panzerband, aber es gibt einige Allergien dazu. Und diese Allergien können halt zu chemischen Verbrennungen zweiten Grades, also mit Blasenbildung führen. Das heißt, wenn du dieses Panzerband dann irgendwie abnehmen willst, dann nimmst du halt leider Gottes nicht nur das Panzerband ab und auch nicht die Wundauflage, sondern dann nimmst du tragende Teile der Haut mit ab. Das ist einigermaßen doof und ist nicht zielführend und nicht Sinn und Zweck der Sache. Und jetzt kommen wir zum Pudelskern, denn es gibt ein Panzerband, was alle anderen Spezifikationen auch abdeckt. Also die ganzen Reparaturen, die ganzen Improvisationen, alles, wofür wir alle Panzerband kennen und lieben. Und jetzt kommt's. Der Klebstoff und das Panzerband dazu sind für die Anwendung auf menschlicher Haut gemacht. Klingt komisch, ist aber so. Damit können wir zum Beispiel Verbände improvisieren. Damit können wir zum Beispiel Hautverschlüsse improvisieren. Wo wir gerade beim Thema Hautverschlüsse sind. Es wird immer ganz gerne mal propagiert. Ja, bei stark blutender Wunde nehme ich, wie war das? Sekundenkleber und dann schmiere ich da Sekundenkleber drauf. Ho, 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 brr. Also. Genauso Wunden nähen. Es kommt dann auch immer wieder das Thema Wunden nähen. Leute, wenn
Unfallchirurgie und Notfallmedizin so wahnsinnig einfach wäre, dann würde die ganze Nummer Fußball heißen und jeder machen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Und bevor ihr da irgendwelche Wunden verschließt, muss die Blutung zwingend gestoppt sein. Sonst macht das, was ihr da vorhabt, überhaupt keinen Sinn. Gerät dieser Sekundenkleber in die Wunde, habt ihr da richtig Spaß von, auch wieder chemische Verbrennung und so weiter rauf und runter. Das passiert übrigens auch mit Dermabond, wenn es direkt in die Wunde geht. Deswegen die Wundränder aneinander, und das funktioniert auch wirklich nur bei glatten Wundrändern und auch nur, wenn die Blutung steht. Und dann wird Dröpfchen für Dröpfchen Qualität, beziehungsweise an der einen Seite der Wunde ein Tropfen angelegt, und der wird dann im Grunde über diese Wundnaht rüberlaufen gelassen. Witziger Fun Fact: Dermabond Hautkleber auf Basis von Zeacrylan und Sekundenkleber laufen beide von derselben Produktionslinie. Das eine ist ein Medizinprodukt, das andere ist es nicht. Die Verpackung ist eine etwas andere. Letzten Endes sind beide unter reinen Raumbedingungen ohne den gemeinen Homo sapiens an sich hergestellt. Oder der Kontakt zum Homo sapiens auf ein absolutes Sterbensminimum reduziert, so dass da keine Verunreinigungen sowohl mit dem Klebstoff als auch mit der Verpackung passieren können. Der eine Kleber, dadurch, dass er ein Medizinprodukt ist, da kosten dann 3 Gramm irgendwie 26 Euro oder so. Ich packe mal unten einen witzigen Link dazu in die Videobeschreibung. Gleiches Produkt, anderer Hersteller, selbe Fertigungslinie, 3 Gramm, ich glaube 1 Euro oder 1,50 Euro oder so. So, was könnt ihr mit diesem Panzerband? Also ihr könnt die verschiedenen Verbände improvisieren, ihr könnt Druckverbände improvisieren. Bei Druckverbänden seid bitte vorsichtig, ihr könnt sonst echt, also da müsst ihr wirklich wissen, was ihr tut. Sonst kann es durchaus passieren, dass ihr das Problem sogar noch durchaus deutlich schlimmer macht. Wie vorhin erklärt, wenn Neopren an, könnt ihr damit zum Beispiel eine Samsplint fixieren. Ihr könnt mit dem Tape aber auch die Samsplint ziemlich genau und direkt auf der Haut fixieren. Das geht. Und ohne, dass ihr da tragende Teile der menschlichen Haut mit entfernt. Voraussetzung, dass das Ganze tatsächlich auf der Haut hält, ist, dass ihr die Fläche, wo dieses Klebeband tatsächlich Anwendung finden soll, dass ihr das gründlich entfettet. Ich empfehle zum Entfetten der entsprechenden Hautareale Alkoholtupfer. Wie das Ganze dann so in der Anwendung dann aussieht, sehen wir jetzt hier. Was wir hier sehen, ist eine Wunde, die aber nur mit realistischer Wunddarstellung gemacht ist. Die ist also geschminkt. Da werden die Wundränder, die vermeintlichen, werden gründlich entfettet. Und jetzt wird hier das Tape angebracht. Und dann klappt es auch mit dem Wundverband. Ihr könnt damit ein Chest-Seal improvisieren. Ja, von dem Improvisieren sind viele nicht begeistert. Aber wenn ich nichts anderes habe, wenn ich kein teuer fancy Equipment habe, dann habe ich kein teuer fancy Equipment. Dann muss ich zusehen, was möglich ist. Das und viel mehr ist mit diesem Tape machbar. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte, irgendwelche Anregungen habt, haut sie bitte unten in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, lasst dem Ganzen bitte ein Like da. Den Kanal abonnieren ist auch keine allzu große, schwerwiegende Straftat. Das Video darf auch herzlich gern geteilt werden mit denjenigen, die tatsächlich Bedarf an entsprechendem Material haben. Passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.